Gut. Den Wagen am besten. Also du hast ja schon Sachen vorgesägt, ne? Hast du ja gesagt. Ja. Vorgesägt, ja. Weil ich würde einfach mal sagen, wir ziehen die hier zum Weg oder auf den Weg, und da können wir sie und stellen einfach dann den Hänger da drüben hin. Und Länger. Wo kein Greifer dann, drauf wo du jetzt ist. bei dir dran hast, Okay. ich ziehe die Stämme einfach neben dran und du kannst sie dann bei dir in den Wagen dann einladen. Okay. Ja, da überschneidet sich was. Ja. Ich stelle mich mal hier hin. Ist gut so die Position? Ah, nicht da, du musst hier aufs Feld. Ich zieh die alle aufs Feld dann runter. Das ist das Schild. Was jetzt? So, jetzt habe ich mich da, jetzt direkt aufhören. So. Achso, ich habe die Handbremse noch drin, ich wollte schon gerade sagen. Gut, also mal wissen, wir haben hier ein eine Überschneidung. Ist eigentlich ein schönes. So, Werkzeug drehen war das jetzt das Problem, ne? Werkzeug drehen. Genau. So. In dem Fall dürft ihr das dann ja jetzt nicht mehr funktionieren. Ich weiß, wie ich den Greifer bediene. So, zurück. Ja. Ich habe schon mal den Greifer offen gemacht, damit ich es gleich reinladen kann. Ja, wenn du was hast, kannst du ja schon vorziehen, ist ja kein Ding. Richtungs. Mein Arm ist zu kurz. Oh, ist der VCA. Immerhin. Immerhin. Kann ich doch. Damit. Na, das war die falsche. Das war das Falsche.
Ich höre mich immer noch im Hintergrund. Muss ich da vielleicht mal Kopfhörer aufziehen? Kopfhörer, ich habe hier ein Headset, aber es funktioniert leider nicht mit meinem Laptop. Habe ich schon mal mit Snake und Shadow ausprobiert, aber es hat nicht geklappt. Wurde es nicht angezeigt in Discord. Jetzt haben wir's. Steht er auf automatisch? Jetzt habe ich mich gut positioniert, Bartlon. Ja, ist okay. Ich guck mal, ob ich es. Ich guck mal, ich hoffe noch einen Baum. Yep. Okay, jetzt habe ich Vorführeffekt. Gut. Alles klar. Funktioniert. So, jetzt müssen wir mal noch gucken, dass wir die Schaltung da noch gebacken bekommen, ey. Okay, was? Das ist Automatik, ist klar. Wo war? Ah ja. Vorwärts. Vorwärts. Rückwärts. Kupplung. Es kann so einfach sein. Und dann haut man sich weg. So. Perfekt. Gut, jetzt können wir endlich mal anfangen. Da war er. Da ist ein Auto. Du bist da. Okay. Ich kann einen Kran rüber. Bin mal eine rauchen, komme gleich wieder. Alles klar. So, also das mit der Steuerung, liebe Zuschauer, das werde ich natürlich aus dem Video rausschneiden, aber der Rest werde ich natürlich auch anders machen. So, ja. Das war knapp, Bartlon. Ah, geht schon. Wenn. So, da haben wir ihn. Halt. Wo habe ich. Warte, ich guck noch mal. Der ist ein bisschen zu lang. Ah, passt Ja. schon. Ich bringe ihn gerade zu dir. Dann kannst du ihn gleich sägen. Junge. Psst. Jo. Was sonst? Nee, war ich zu laut? Ah, jemand so ins Mikro. Moment. Oh, du darfst den Baum nicht fällen. Oh Bist oh. du bei mir überhaupt im Hof drin? Ach, im Hof Ich bist guck du. mal. Aber die Rechte hast du doch. Bäume fällen. Ja. Ja, das war das Vielleicht noch nicht. mal.
Vielleicht, weil du noch eine Maschine drin hast. Ja, genau. Probier mal. Nee, das steht immer noch nicht. Du darfst diesen Baum nicht fällen. Boah. Dann liegt es wieder hier am Platz, ey. Ja, das ist das, was ich meinte. Deswegen bleib hier. Hier positionieren wir mal alles. Hier kannst du nämlich auch sägen. Deswegen fahr das Fahrzeug hier längs. Einmal hier längs dahin, dann kannst du nämlich alles aufsammeln. So. Dann können wir weitermachen. Ich möchte. Dann haben wir nämlich schon ein paar gefällte Bäume. Mal gucken, wo da hinten weg ist. Halt. So, jetzt machen wir die Randalbeleuchtung noch mit an. Ich muss mich nämlich anders hin positionieren. So, das Ganze tun wir dann nämlich in Richtung altes Sägewerk. Dass du Bescheid weißt. Einfach wieder mit dem Trailer ins Wasser fahren. Der Rest koppelt dann selber ab. Ne? So. Dann passt das. Dann passt das ja. So, dann haben wir so ran. Ups. So, und jetzt runter. Ja, hat so die Klappe. Warte mal. Vielleicht kann ich das mir auch kurz das Werkzeug schließen. Schließen. Werkzeug schließen. Muss gerade mal gucken, welche Taste man da schnell benutzen kann. Das ist schlecht. Das testen wir jetzt kurz mal. So. Dann hoch mit dem. So, ich bring da gerade den nächsten. Ach, den hast du schon zersägt. Ja. Ja, egal, ich bring da trotzdem. Bleib da stehen. Da Okay. wo der Stamm. Ja, du musst schon da stehen bleiben, wo der Stamm ist, sonst bringt's ja nichts. Das ist ein Greifenkransch.
So, dann hole ich den nächsten. Wie gesagt, Stämme werden nur hier vorne gesägt, ne? Nicht irgendwo anders. Das machen wir gerade mal auf die Schnelle hier. So, einmal. Ja, ich kann ihn nicht greifen irgendwie. Ich guck mal raus. Du musst dich hier neben hinstellen. Ja, mit dem Traktor und mit dem Anhänger musst du dich so hinstellen, dass du den greifen kannst. Oder du stellst dich hier rechts hin. Bin wieder da. Bibik, Bär, Kelly, schön, dass du da bist. So, er darf jetzt nichts mehr liegen. Genau, perfekt. So. Komm, wir probieren das mal mit der Automatik. Ah, halt so rum. Langsam. So, liebe Mitspieler, Zuschauer, wenn ihr noch mitspielen wollt, wir suchen noch ein paar. Daten habt ihr alle da oben angepinnt. So, drücke ich wieder runter. Auf die Klappe. Rechts. Mahlzeit. Pitti, schön, dass du da bist, mein Lieber. Na, wie geht's dir denn? Oh, der war zu weit oben. Ich hoffe bei dir, dass du hast einen schönen Start in den Tag gehabt. So. Achtung, ich komme jetzt zu dir. Bleib da einfach mal stehen. Links. Das war jetzt. So, weiter geht's. Komm, ein bisschen hier mal. So.
Also was das betrifft, muss ich mal wirklich mal eine Scheibe abschneiden, wie so ein Förster oder besser gesagt, wenn ein Forstmitarbeiter das Zuschauer geben würde, wie man das da überhaupt so, wie man das da transportiert generell, ne? Von Segen zur Ablage, Zwischenablage, Greifer kommt, nimmt's mit, gut ist. Das muss ich mal wirklich mal meine Reportage angucken, weil ja. Oder eine Erklärung, weil ich glaube nicht, dass das so. Ich komm. So. Weil Pedi hat ja gesagt, soll er ein bisschen Realismus reinbringen. Das machen wir. Wenn du bei deinem Wagen bist, ne, und du kriegst da nicht rein, musst du einmal X drücken, dass du die Stützen ausfahren kannst, Toni. Dann wird das nix. Sucht schon X. Hast du auch den Ladewagen, den Anhänger auch ausgewählt? Mit G. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich kenne das ja. Ist auch was Tolles. Aber bei sowas ist es halt. Ich hab Ah, ich kenne ja die Außenansicht. Wenn du nicht weißt, wie der Kran da gesteuert wird, dann guckst du einfach mal in der bei im Hauptmenü hier, ne, unter deiner Ja, ich Tastenbelegung. weiß, hier gibt es ja ein Hilfeld, was ich noch offen habe. Ja, genau, jetzt, oder das? So, schauen wir mal kurz, wo der nächste ist. Immer gehört da hinten. Da rennt ein Reh rum. Und was mache ich? Ich fahre mal wieder schön da drüber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Oh, da fällt mir gerade ein. Habe ich was vergessen? Hallo? wenn man schon so ein geiles Teil hat, ne? Eine Differentialhilfe machen wir aus. Dann wollen wir auch mal richtig fahren hier. Achso, falls ihr jetzt meint, was ich eingestellt habe, das ist der Allrad, ne? Geht einfach auf die Kanalpunkte für die EP-Kamera 15 Sekunden aus dem Bild zu bringen, dann geht das. Dann sieht er das auch. So, jetzt fahren wir hier ziemlich mittig. Aber. Oh. Man kann also nicht einfahren. Ich Ich möchte jetzt aber auch mal das da probieren. Seilwinde. Befestigen. Nein, das Objekt aufheben. Ah ja. Ah, so läuft also der Hase. Okay. Ach Mist, der zweite Baum ist da hinten. Das geht nicht. Aber was das befestigt? Oder kann man immer nur einen Baum befestigen? Oh.
Ja, klar, das stimmt. Ist ja kein Problem. So. Weil normalerweise, also ich will jetzt nochmal was ausprobieren, ne? Wir haben jetzt eine Seilwinde dran. Hoch mit dir. So. Dann fahrt mal den Kran wieder ein. Schalt. Das ist Kran. Wer dreht mal denn? Klappe auf. So, zweiter Arm. Genau. Warum geht der andere mit runter, wenn ich ihn doch nicht... Ah, da haben wir es doch schon. Perfekt. So, jetzt gehen wir mal rüber. Wir haben den hinten angepinnt und weil ich will versuchen, dass beide so fahren, dass ich den so transportieren kann. So, Steuer schon. Jetzt kannst du von mir aus da runterfahren. Ja, bevor man wieder reinblärt. Das will ich jetzt nicht. Weil mache ich ihn lauter, dann höre ich mich im Hintergrund. Ne? Also das ist halt nicht so das Wahre. Darfst du mich nicht falsch verstehen. So. Und jetzt suche ich mal was. Das ist nix. Probieren geht über Studieren. So. Ich hab keinen Joystick hier gerade. Ah. Ah, jetzt sie. Ah. Interessant. Interessant. Wie kann ich den kleinen Kran kleiner machen? Wenn du die Kransteuerung suchst, ja? Guck mal. Ich habe gerade im Stream. Kran ausfahren oder einfahren? Umschalt K oder Umschalt M? So. Geiler Transport, oder? Ja. Dann lege ich die jetzt gerade mal rechts vor dir hin. Muss mal ein bisschen rumrangieren, aber. Boah, ich lieb das. Ich lieb diesen Sch. Oha, guck mal. Der hat das rechte Hinterrad. Auch geil. Steckt in der Luft. So, abwärts lösen.